Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind auf dem Weg zum TTT halbe Meile. Vorbereitung soweit, alles geklappt. Ich glaube, wir waren noch nie so unausgeschlafen und so früh auf dem TTT. Wir haben wirklich Anfang vorletzter Woche angefangen. War richtig stolz drauf, Alter, endlich mal nicht eine Woche vorher, sondern zwei Wochen vorher. Das würde richtig entspannt. War es aber gar nicht. So, theoretisch ist jetzt am Auto, aber alles perfekt vorbereitet, außer, dass wir nicht auf Prüfstand waren. Wir wären jetzt gerne auf Prüfstand gewesen, war aber einfach nicht mehr machbar. Und jetzt ist auch das große Problem, Wetterradar sagt, wir haben maximal 3 Stunden Zeit, weil um 11, 12 Uhr wird es richtig anfangen zu regnen. Und jetzt ist das bei den Viertelmeile-Events nicht wie auf einer Rennstrecke, wo die Autos auch im Regen die Strecke wieder trocken fahren, sondern es ist eher so, es fährt einfach gar keiner mehr und es wird auch gar nicht mehr wieder trocken. Gerade jetzt. Wie viel Grad haben wir, Marius? 11 Grad. Ja, bei 10 Grad wird natürlich jetzt auch nicht, wird es auch nicht so trocken. Tendenziell ist aber der wichtigste Faktor bei der Abstimmung immer Düsen und Sprit. Da Düsen und Sprit gleich geblieben sind und auch Wastegate, Verrohrung und so weiter, behaupte ich mal, kriegen wir das auch im Event hin. Der einzige Nachteil ist, wir können jetzt nicht gleich erster Lauf alles was geht einfach drauf losballern, sondern muss schon so ein bisschen aufs Display gucken und ein bisschen lock gucken. Das heißt, ich habe gerade die letzte halbe Stunde genutzt, habe mir meine Software fertig gemacht, habe das mal verglichen, das, was wir jetzt mit dem mechanischen Nockenwellen eh schon mal abgestimmt hatten. Wir sind ja am Wörthersee schon ein bisschen rumgefahren und so weiter. Und habe mir dann als Referenz nochmal den letzten Lauf beim TTT angeguckt. Gibt es nämlich eine ganz coole Funktion in der EMU, einfach, man kann einfach beide Datenstände miteinander vergleichen und sieht quasi nur die Unterschiede. Allerdings nur die Unterschiede in einzelnen Werten. Also man kann jetzt nicht das komplette Kennfeld vergleichen, sondern man kann nur sowas sehen wie Drehzahlgrenzer und so weiter. Da bleiben wir auch jetzt überall erstmal human, also wir drehen erstmal nur 8,5. Das Ding könnte theoretisch wahrscheinlich 8,8 oder 9. Marius hat auch 8,8 gedreht, hat allerdings immer Probleme, dass der Keilriemen runterfliegt. Wer weiß, woran das lag, kann auch andere Ursachen gehabt haben. Da wir aber keinen Ersatzkeilriemen mit haben, habe ich mir gesagt, lass mal lieber die alte Drehzahl erstmal. Wird schon passen. Außerdem wollen wir nicht wieder Flo's Finger klemmen, ne? Weil beim Keilriemen, der geht so scheiße drauf beim VR immer, dass wir den über die Riemenscheibe drauf drehen mussten. Und da war leider letztes Mal Flo's Finger zwischen. Genau, ja, genau. Zwischen Keilriemen und Schwingungsdipper. Aber wir haben nur wieder drauf gekriegt, ne? Das heißt, ja, wir sind tatsächlich um 8 Uhr pünktlich beim Event, ab 9 kann gefahren werden. Das heißt, wir können die Reifen noch ein bisschen vorwärmen, Auto noch ein bisschen final vorbereiten, ein bisschen abkleben, uns nochmal diese Türthematik angucken, weil beim letzten TTT habt ihr ja gesehen, man kann hier so richtig die Hand durchstecken, weil die Tür durch den Wind einfach so weit aufgeht. Da müssen wir mal gucken, ob wir entweder die Tür ein bisschen weiter reinstellen können oder zur Not müssen wir halt hammerhart wieder alles abkleben. Aber sonst immer guter Dinge. Alles vorbereitet, alles gecheckt, alles gut. Prognose für heute ist, wenn alles funktioniert, muss das Auto eigentlich definitiv schneller werden. Wie viel schneller werden, ist schwierig. Ich hatte das mal so grob hochgerechnet anhand der Driftbox-Files. Driftbox ist ein Tool, womit man Zeiten misst. Der lockt aber komplett mit. Und da sehe ich halt ganz genau, dass beim letzten Mal im 5. Gang die G-Kraft, also die Beschleunigung, eingebrochen ist, weil einfach die Leistung nicht mehr gereicht hat, um die Beschleunigung aufrechtzuerhalten im 5. Gang. Das kann zwei Gründe haben. Das ist einmal natürlich, dass im 5. die Übersetzung länger wird. Das heißt, es ist einfach weniger Drehmoment auf den Rädern. Und Aerodynamik, die beiden Punkte halt. Ne? Deswegen auch diese massiven Upgrades am Unterboden. Tendenz geht aber, ich habe mal so grob ausgerechnet, wenn die G-Kraft konstant stehen würde, also nicht nur 1. bis 4., sondern auch im 5., müsste das so ganz vorsichtig gesagt so in Richtung 3,12 bis 3,15 gehen. Das ist so langsam dann Ende für dieses Auto. Aber ich würde sagen, genug gequatscht, abladen, ankommen und dann geht es auch hoffentlich los.
Wetter spielt tatsächlich mit. Die ersten Autos fahren, es wird voll. Ich glaube, Mario hat gesagt, 85 Starter gemeldet. Deswegen, wir wollen jetzt gleich mit warmen Reifen Meter machen. Heizdecken funktionieren mal wieder, 90 Grad, Stromaggregat läuft. Kurz zur Map, was gleich passiert. Ich gehe doch ein bisschen safer ran. Das heißt, das müssten jetzt vierte Gang 2,5, fünfte Gang 2,8, 2,9 sein. Ungefähr so, wie ich letztes Mal gefahren bin. Aber ich würde sagen, bevor es voll wird, machen wir die auch mal Einlauf. An der Stelle nochmal vielen Dank, Carlos, falls du das siehst. In Windeseile nochmal unser Aero-Paket erweitert. Spiegelfuß abgeschnitten, zulaminiert, gespachtelt, lackiert. Jetzt haben wir das auch weg. Also viel mehr aerodynamisch geht es auch nicht mehr, wenn es immer noch aussehen soll wie ein normales Auto. Zusammengerissen, das Ding jetzt über die letzten Tage haben. Dass das Ding obenrum noch so losgeht. Ich liebe einfach das Steuergerät, weil man sich ganz in Ruhe danach einfach alles angucken kann. Also, wir haben unten raus todesbrutal Meter verschenkt und dafür ging das Ding oben raus wie die wilde Wurz. Erstmal 302,5, einfach schon mal krass. Aber, erste Gang, ich sage euch das jetzt einfach kurz, 0,5 Bar, zweite Gang 0,6 Bar, dritte Gang 1 Bar, vierte Gang, da wird er dann munter 2,6, fünfte 3,2. Also wir waren schon in einem saftigen Bereich unterwegs, wo wir auch hinwollen. Gefühlt bin ich den fünften Gang von allen am kürzesten gefahren. Das zeigt mir, wie viel Potenzial da ist, wenn die unteren Gänge jetzt einfach passen. Jetzt haben wir allerdings Folgendes. Ich habe schon 8000 gedreht, fünfte Gang, letzte Gang. Das heißt, ich muss mir jetzt genau überlegen, was ich denke, wie viel Meter ich gewinne, damit ich jetzt nicht gleich einen Begrenzer oben rausfahre. Aber Auto fährt brutal. Also ich habe gefühlt gar nicht irgendwie auf der Straße geguckt, nur auf Drehzahlmesser und ein bisschen auf Display, Lambda und so weiter. Das scheppert. Ist geil. Ist gut. Also da haben wir alles richtig gemacht. Hölle laut. Ja. Geil. So, okay. Ja, nächster Versuch. Die Jungs stecken gerade Räder auf. Ich mache Rechner rein und dann geht's auch los, weil das Wetter wird leider nicht besser. Philipp Kess, Marius, der Roma. 302, letzten Lauf, mit seinem grünen Rekord verbessert. Ja. Ja, geil. Mega. War schon mal ein Anfang. Hat im fünften wirklich mega ganz das gemacht, was ich mir erhofft habe. War ich ein bisschen zu zaghaft, aber ich überlege tatsächlich, ob zweiter Gang. Achso, Launch, zweiter Gang. Ja, versucht. Aber ja. Ich fand das eigentlich gut so. Das, glaub ich, so. Ich glaube, der zweite ist zu krass, glaube ich, Alter. Ja, aber der hat ja wie gar nichts durchgedreht. Also das war ja dann wirklich. Ja, vielleicht für dich, weil du hast das Gefühl gehabt, du warst früher schon gut los. Ja, aber zweiter können wir probieren. Könnte besser gehen. Ja, wir haben nicht so viele Versuche. Das ist immer der Reiz bei diesen Events. 2,41 glaube ich auf der Hälfte. Das ist schon fix. Ich meine, er hat 2,41 gedacht. Meine Box hat sogar 3,20 gezeigt. Bei 3,20 höre ich nicht auf zu rauchen. Nee, bei 3,15 hörst du auf und bei 3,20 höre ich auf. Alles klar. Ist das ein Wort? So, ich habe auch noch ein paar Zeiten für euch. 0,100, 5,2, 100, 204,9, 200,
2,50, 2,4. Okay, so, ja. Einmal kurz in den Laptop reingucken, was er gemacht hat, und dann wollen wir uns schnell wieder anchecken. Schon gesehen? Nee. 3,9. 3,9? Ja. Scheiße, das wäre 3,15 oder so gewesen, ja, Alter. Ja. Jeden Lauf immer nur eine Kleinigkeit, ne? Okay. Mit der Erkenntnis, dass es im zweiten nicht losfährt. Ja, aber für zweite war Launch zu wenig. Habe ich kurz überlegt, da scheiß drauf, erste rein. Ja, zwei durch. Ja, ich dachte, du fährst zurück vielleicht. Nee, so viel holt man da ja nicht. Aber er hat jetzt immerhin den fünften das gemacht. Das klang auch oben raus richtig saftig. So, wir müssen uns jetzt beeilen. Ich habe den Helm auf schon. Es kann jederzeit anfangen zu regnen. Ich habe die Launch hochgesetzt, weil der Lader bei 5000 einfach noch nichts macht. Das heißt, ich hoffe, ich kann im zweiten los und habe wieder die Gänge angepasst, dass die Traktion einfach besser wird. Getroffen, ne? Und fahre und es fängt ja zu regeln, aber voll durchgezogen. Ne? Meine Kippen sind weg, ne? Der Typ hört jetzt übrigens auf zu rauchen. Er hat gesagt, ab 3,15 hört er auf zu rauchen, deswegen können wir jetzt nach Hause. Geil. Hat auch unterwegs angefangen zu regnen. Ich habe sogar noch, ich wollte Scheibenschaden machen. Ist mir eingefallen, ist gar keiner dran. Im Regen die 3,16. Aber 200, 300, ne? 5,6. Das ist, ich bin mit Limo 5,8 gefahren. Ja. Muss man einfach mal so sagen. Ne? Das Scheißhaus ist wirklich schneller als Limo oben raus. Und macht das ja auch immer wieder mit. Also genau. Ich behaupte, vorhin gefühlt ist es so, jedes Mal, wenn ich zurückkomme, läuft er besser. Der braucht das. Ja, der kommt jetzt erst. Ja, ich glaube auch. Der wird jetzt richtig. Taktisch, oder was? Der wird jetzt richtig. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass das Zündung stehen lassen, mehr Druck und läuft safe. Läuft genau richtig, das Ding. Also der mag das. Ja, der Lader wird jetzt erst wach wahrscheinlich. Ja, also sind, ich glaube, 32% Taktung. Also, da kommt auf jeden Fall noch was. Ne? Aber, ja, mal, aber jetzt war es kurz vor Durchdrehen, fünfte. Also jetzt fing er schon. Der Aerodynamikpaket kann in Serie gehen. Ja. Das Ding läuft. Jetzt hat er sich eine große Kur verdient, auf jeden Fall. 5,6, Alter. Man muss aber auch realistisch sagen, abgeladen, 302, 308. 309, 316. So, ne? So wie sein soll. Und ich habe gelernt, ich weiß gar nicht, was bei dir los war, das ist nicht leicht, weißt du? Und ich habe gelernt, man soll nach Hause fahren, wenn es am schönsten ist. Und genau, das machen wir jetzt auch. Mach's gut, ciao. Wie ihr am Wetter seht, Event ist vorbei. Was soll ich sagen? Auto hat abgeliefert. Schnellster FED. Nee, war nicht ganz so schwer heute, glaube ich. Plus dritter Platz in der offenen Klasse, Klasse 1. Auch nicht schlecht, wenn man sich so überlegt, was da so an Kandidaten rumfährt. Ja. Braucht die Rentnerin sich nicht verstecken. 200, 300, 5,6 Sekunden.
100, 200. Das hat ja einen Tag 4, 9, ja, die 5, 6. Die gucke ich mir noch ein paar Mal an heute. Ich freue mich jetzt schon, das GoPro-Material gleich auszuwerten. Ne? Nee, aber das war eine geile Nummer. Haben hat sich Spaß gemacht. Gelohnt, auf jeden Fall. Ich sehe immer noch nicht komplett Ende bei diesem Auto. Für dieses Jahr reicht das aber erstmal vollkommen aus, weil jetzt kümmern wir uns wieder um Marius Golf. Ich weiß, ihr fragt alle, wann es da weitergeht. Den machen wir jetzt über den Winter einmal richtig fresh. Damit wir dann nämlich zum ersten Event nächstes Jahr vielleicht nochmal so ein paar so 10, Motor kaputt 20 km/h drauflegen. Na, tschüss. 20. Tschüss. Ey, das war eine Informationsanrede über den Winter, war das hier und nicht. Mal gucken. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.